das war aber ganz schön laut. Ja, ist ja gut. Ach, hör auf. Wir haben aber beide die gleiche Rüstung. Ach ja, Leute. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist euer Gimme Let's Play und willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession von Terraria. Ja, ich habe ja in der letzten Folge gesagt, gesagt, wir machen eine Aufnahmepause, es ist immer noch derselbe Tag, es ist vielleicht 20 Minuten später oder so, oder eine halbe Stunde, ich weiß gerade nicht. Und jetzt sind wir top vorbereitet, wir haben eine Tür, wir haben Holz für eine Hütte, ich habe die Wände vergessen, weil ich glaube, die müssen da auch mit rein, damit es ein vollwertiges Haus wird. Ja. Lagerfeuer müssen wir auch noch mitnehmen, wir müssen uns echt ein bisschen besser vorbereiten. Ah, den kriege ich noch. Sehe ich nichts mehr. Glück gehabt. Hä? Was zum... wie komme ich denn hierher? Ich erinnere mich nur noch, dass sich ein Portal vor mir geöffnet hat. What? Wohnst du hier? Warte. Der ist hier eingezogen. Mit den Artefakten kannst du Fallen und Verteidigungstürme schaffen. Dazu brauchst du allerdings ätherisches Mana. Das ist eine besondere Art von Energie, die nur Mitglieder der Armee des Alten haben. What? Mhm. Ja, und jetzt? Wo ist der groß? Großes, flaches. Ja. Das wäre hier. Komm weg da. Alter, wie groß muss dieses Gebiet sein? Naja, dann zieh mal hier ein, Junge. Ich würde sagen, wir legen... Gut, die Medaille, der ist da und den Kristall lege ich erstmal weg. Auf jeden Fall benötige ich ein Feuerwerk. Ein Feuerwerk, ein Lagerfeuer. So. Und Holzwände. So, ciao, Dude. Seine Augenbrauen wie die wabern, wenn er läuft. Guck mal, mit dem Ding treffe ich eh nichts. Mit dem Ding erzeuge ich aber sofort einen Durchschuss. Und zwar einen glatten. Ach ja, das Ding verbraucht jetzt Mana.
Nun gut, dann verbraucht es halt Mana. Schade, schade. Dann ist das so. Wir brauchen auf jeden Fall so einen Weg nach oben. Der uns sehr schnell nach rechts wanderlicht. Oh, guck mal, jetzt war ich müde, ich bin froh. Mensch, wie glücklich ich bin, dass ich müde werde im Let's Play. Na, das Tolle ist, heute streamt von Real wieder. Es ist sogar gerade erst 17.12 Uhr. Den mal bis dahin werde ich noch aufnehmen und dann werde ich mich mal dran machen. Und was wollte ich gerade sagen? Ich habe hier ein Lego-Projekt stehen und zwar den. Wenn ihr es wissen wollt, das ist der Lego 42082. Googelt danach. Ihr werdet sofort finden, was ich meine. Das ist der rote Riesenkran. Und ich kann sagen, der ist wirklich groß. Sein Arm kann bis zu 1 Meter hoch werden. Das ist auf jeden Fall gut viel. Alter, wie müde. Beziehungsweise, was gähne ich denn hier so ekelhaft rum? So, Arm auf die fliegende Insel. Wie war das? Die Lebensregeneration erhöht sich um ein Vielfaches. Stimmt das? Deutlich. Oh ja, das tut sie wirklich. Alter, zieht euch das rein. Das ist sogar eine Animation, die das zeigt. Sehr faszinierend. Hä? Ach, neuer! Stimmt, der ist hier neu gefallen. Jo. Macht aber auch wieder 5000 Schaden. Aber bitte sag mal, dass die Viecher hier nicht wieder auftauchen. Natürlich tun sie das. Und ciao. Aber schön, dass er hier ist. Jetzt weiß ich es wenigstens. Bam, 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 bam. Jetzt sind wir schon wieder voll geheilt. Geht echt schnell mit der Rüstung. Also jede Rüstung hat so seine Vorteile. Und die hat einen ganz besonderen Vorteil. Die heilt halt einfach verdammt schnell. Hüppa. Aber jetzt haben wir die Karte aktualisiert. Meteorit überall. Also sollten wir nochmal Meteorit brauchen. Wir haben ja schon mal genug. Wo wir noch welches finden. Das ist besser als das andere. Boah, ich bin gespannt auf dieses auf das Dungeon da. Weil mit den Waffen, die wir jetzt haben, gehen wir halt voll ab da drin, ne? Also jetzt auch mit der Rüstung, die wir besitzen. Die ist halt schon echt geil. Und 2% erhöhter Schaden. Pro Stück, oder? Weiß mehr, komm her. Was ist los? Ich will euch hier nicht die Ohren voll gehen, sorry. So, und wieder voll geheilt. Na. Hey. Du sollst hier nicht überleben. Das hat dir niemand erlaubt. So, wir sind da. Perfekt. Gut, ich schlage vor, dass ich hier mein Lager aufschlage. Alle dämlichen Schrägen hier weg. Der ist weg, der ist weg. Oh, guck mal, der kleine Hase da will mitmischen. Du willst es wirklich? Na, dann komm her. Ja. Ich hab's dir gesagt. Klingenhandschuh. Boah. Wahnsinnig schnell. Alter, wie krank ist der denn bitte? Der rotzt die Leute aber echt aus. Der ist richtig gut.
Mal ohne Scheiß. Alter, mit der Geschwindigkeit. Rassiste, alles weg. So, wir ritzen den Boden hier auch eben weg. So, geschlossen. Dann Tür, Hintergrund, also Wand. Cool an der Sache ist, hier kommt halt keine Sau rein. Plalam. So wie Martin Fischer mal gesagt hat. Plalam. Da. Spawnpoint ist gecheckt. Nein, ich wollte den Hintergrund da wegmachen. Boah, weißt du was? Wir schmeißen. Nein, nicht löschen, um Gottes Willen. Ich räume hier nochmal ein bisschen auf. Oder irgendwie vor. Ich bin hier nur ein bisschen blöd am Gucken. Jawohl. Der Wächter. Der ist so geil. Wenn du nämlich den Boss nicht besiegst ohne, ne, dann kommt der Verlieswächter und der hat, Alter, wie krank ist der denn bitte? Na, gucken, das ist geil. Wir spawnen direkt wieder hier. Das ist total geil. Was haben wir denn so alles bekommen? Eine Wasserkerze. Genau, die müssen wir auf jeden Fall zahlreich wegrotzen. Kommende Nacht wieder. Auf jeden Fall mal die Scheiße hier weg. Wir heilen gerade erstmal. So, bin voll. In 3, 2, 1, fertig. War nicht hier. Tschüss. Ich habe ein bisschen Angst vor dem, aber der wird bestimmt witzig. Einfach mal Kopf abgesägt. Eine seltsame Pflanze. Danke. Die sammle ich doch gerne. Darf ich? Es ist noch nicht Nacht. Bitte komm später nochmal. Ich will den Hobo endlich freischalten. Ja, den Verlieswächter. Boah, ich krieg jedes Mal so einen Herzschlag, einfach so ein, genau, einen. Jetzt ist Nacht. So, und? What? Okay. Oh, der macht ganz schön wenig Schaden. Okay, krass. Krass. Ich habe auch ein bisschen Angst vor seinen Händen, um ehrlich zu sein. Scheiße, ich hänge mir so ein bisschen fest. Gut, wir müssen hier mal ein bisschen aufräumen jetzt. Okay, seine Hände haben gut Schaden abbekommen.
Toll, kein Mana mehr. Fuck. Seine Hände machen tatsächlich nicht so viel Schaden. Bitte heilen, bitte heilen. Oh, ich habe was vergessen. Wo ist es? Weg, geh aus dem Weg. Ich muss das hier platzieren, damit ich immer heile. Weil in Kombination mit der Rüstung ist das natürlich richtig gut. Jawoll. So, jetzt mache ich platt. So. Komm halt her. So, dich mache ich jetzt fertig. Du kannst nix und ich kann alles. Boah, Junge. Scheiße, ich kann mich gerade nicht heilen. Ich habe auch keinen Mana, um das Ding zu beschwören. Huhuhu. Scheiße, voll durch den durch. Warte, wir locken ihn mal hier rüber. Kriegt er nämlich durch die Wolke wieder Schaden. Feuer frei. Oh, eine der... Jetzt ist er recht entspannt, der Kampf, weil der macht halt recht wenig. Ich kann ihm halt versuchen zu schaden, aber es ist halt fast schon unmöglich. So. Es wäre natürlich jetzt geil, wenn er von so einem Ding getroffen wird. Bam, 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 bam. 4000 Leben, Alter. Schon ein bisschen krass, der Typ. Ups. Oh, wir sind wieder bei 200 Leben. Jetzt können wir mal ein bisschen drauf gehen hier. Joey, musst du da husten. Boah, jetzt komm her. Gleich haben wir einen. Ja, das ist noch 600 Leben. Knall ich ihm einfach runter. 400, 300. Und er ist tot. Zack. Skeletron wurde besiegt. Wir haben 8 schwache Heiltränke erhalten. Das war's. Das war jetzt der Gegner. Ja, geil. Ich habe wirklich nichts weiteres erhalten. Ja, nice. Gut. Mensch, Leute, wir haben den Gegner besiegt. Wir haben Skeletron gekillt. Dafür dürfen wir jetzt aber, und das ist das, worauf ich mich wirklich sehr freue, endlich hier runter. Wir können jetzt hier ein bisschen mal die Gegend erforschen. Halt, da oben ist noch einer. Boah, Alter, was war das für ein Skill-Throw? Alle, da war richtig viel Kohle drin. Ein goldener Schlüssel. Oh, die sind sehr wichtig später. Die sind richtig nervig. Wollte ich nur mal so anmerken. Und die Köpfe. Die Köpfe gehen aber auch hier übelst auf den Sack. Aber glaubt mir, die kommen noch. Dass wir hier wieder so ein Magic Book bekommen. So wie ich. Ich armer Glückspilz, ich. So, guck mal, die Wasserkerze, die erhöht die Monster-Spawn-Rate. Das hatten wir ja auch schon. Oh, ich kann die jetzt auch abbauen. Sehr schön. Oh.
So, dann machen wir jetzt das Handy wieder weg. Ich dachte schon, ich kann den nicht abbauen. Weil die machen nicht gerade wenig Schaden. Scheiß drauf, wir überspringen die einfach. Wir heilen ja sowieso mega schnell. So. Boah, Alter, was eine Dreschmaschine. Die ist nicht schlecht. Die ist echt nicht schlecht für so kleine Gegner. Schalter, was kann der? Ist egal, ich habe ihn aktiviert. Wie, da sind sie. Die Köpfe. Die machen einen, glaube ich, stumm, das heißt, du kannst noch nicht kämpfen. Sind aber, glaube ich, leicht zu töten. Noch. Okay, ich habe gerade den Überblick etwas verloren. Aber alles kein Problem. Wir rutschen hier einfach mal eine Runde durch. Der Nachschmieder! Geil! Alter, das war's tot. Der wird gleich sofort von sterben. Der wird gleich down gehen. Boah. Wasserkerze hier weglöschen. Da, guck, er macht mich kampfunfähig. Ich kann keine Items verwenden. Ist das bescheuert. Aber ich wollte... Oh, Junge, du gehst mir so auf den Sack mit dem Rückstoß. Piss dich jetzt, ernsthaft. So. Ne. Halt, du bleibst hier. Oh. Ich dachte, das wäre schon... Och, Leute, wie viel wollt ihr denn noch spawnen hier? Mann, es reicht jetzt. Barbarisch. 23 Schaden. Dankeschön. Guck mal, jetzt können wir blöde Sachen nachschmieden. Voll cool und so. Nee, ist echt geil, weil die Sachen, die halt kacke sind, die sind dann nicht mehr kacke. So, du gehst noch einen Sack, die da oben auch, und weg mit der Katze. Also. Sehr gut, ein goldener Schlüssel, den brauchen wir. Keinen Platz mehr. Den rosa Ziegel werde ich nicht benötigen. God damn die. Da ein Schlüssel. Jetzt habe ich zwei goldene Schlüssel. Perfekt. Achtung, eine Falle.
Cool. Gewährt Immunität gegen Rückstoß. Erstmal einpacken. Ja, passiert. Soll vorkommen. Alter, gegen was kann ich das austauschen? Ist gerade gestorben. Also hier geht's weiter. Sieht es jetzt eigentlich aktuell aus? Ah, das geht bestimmt noch eine Weile nach unten. Hört bestimmt irgendwann auf, aber nicht mit mir. So. Oh, ich hab das Gefühl, hier ist gleich vorbei. Nee, doch nicht. Ich glaube, hier wartet noch irgendwas auf uns. Also wir haben jetzt drei große Bosse gekillt. Aber wir sind jetzt auch immun gegen Rückstoß, was halt... Moment, aber da sitzt jemand. Hey! Die Mechanikerin! Guck mal, das Ding hier lohnt sich voll. Danke, es wäre nur eine Frage der Zeit gewesen, bis aus mir eine der Skelette geworden wäre. Geschäft. Ja, guck, die, mit der kann man nämlich... ja, Elektronik-Scheiß kaufen. Kabelglühbirne. Lol. Die geht halt auch voll ab. Komm her, Pussy. Tja, was machst du jetzt? Das betätigt das Licht. Schieß auf mich. Krass, ich bin echt immun gegen den Scheiß. Ich krieg keinen Rückstoß mehr. Hahaha. Ja, goodbye. Da auch nochmal. So. Wie viel Gold haben wir denn? 31. Ja, wir haben wieder den alten Stand erreicht. Hier ist einfach mal nichts von Relevanz. Komm. Autsch. Wasserlauftrank. Und bam, bam. Pems. Führt es jetzt wieder nach oben. Komm her. Ich schlag dich mit meiner Riesenaxt. War zu Brei.
was brauche ich denn hier? Da brauche ich so einen komischen Jägerschlüssel. Oh nein. Was ist, wenn ich den durch zu volles Inventar nicht aufnehmen konnte? Das ist blöd. Na komm, dann schmeißen wir mal den ganzen Modescheiß hier weg. Das brauche ich gerade echt nicht.